Helle Schön, wir sind hier in der Münchner Glyptothek unter all diesen wunderbaren antiken Statuen. Wenn jetzt ein Künstler von Ihnen eine Statue machen würde, wie würde er sie darstellen? Wie möchten Sie sich sehen? Also ich würde mich gerne sehen als Läufer, denn das Leben ist Ankommen. Man muss laufen, um anzukommen. Es ist Bewegung, es ist Energie. Und ich selbst bin Marathon gelaufen und weiß, was es bedeutet, wenn man im Ziel ankommt. Und ich weiß, was Bewegung alles in uns Menschen wirklich voranbringt. Bewegung heißt, Geist, Körper, Seele zusammenzuhalten. Herr Lejeune, Sie haben aus dem Nichts kommend, aus der Armut, im Chiphandel ein multinationales Milliardenunternehmen aufgebaut. Man sagt ja, das geht gar nicht in Deutschland. Wir sind keine durchlässige Gesellschaft. Wer unten ist, bleibt unten. Aber was ist der Lejeune-Unterschied? Wie haben Sie das geschafft? Mitte der 70er Jahre gab es einen Satz von mir, der da hieß, ohne Chips läuft nichts mehr in dieser Welt. Die deutsche Industrie war abhängig von den japanischen Herstellern und von den amerikanischen Herstellern. Und meine Idee war, eine deutsche Idee, in USA und in Japan vor Ort die Chips einzukaufen. Also die Chips dort einzukaufen, wo sie am billigsten waren und dort zu verkaufen, wo sie am begehrtesten waren. Und dieses Modell habe ich dann auf 5 Erdteile ausgeweitet und so wurden wir der größte Chipbroker der Welt. Jeder dachte, eine amerikanische Idee. Nein, es war eine deutsche Idee mit dem deutschen Wertesystem, Disziplin, viel Arbeit, viel Fleiß. Aber schlussendlich wurde daraus CE das Milliardenunternehmen aus einer Dreizimmerwohnung bis rauf zur Nummer 1 in der Welt als Chipbroker. Was man jetzt gesehen hat, Ihr Leben ist permanente Bewegung, rauf und runter, von unten nach oben. Was mich als Philosoph interessiert, gibt es da einen Kern, der sich gleich bleibt, einen Lejeune, der in all diesen Veränderungen eigentlich den Lejeune ausmacht? Herr Professor Bründrop, meine Wurzeln kommen aus der Armut. Meine Mutter war Putzfrau, sie war eine Kämpferin. Mein Vater war sehr sensibel, kam ganz spät aus der Kriegsgefangenschaft zurück, war immer sehr emotional. Und meine Großmutter, sie war die Grande Dame, sie war das Hugenottische und sie gab mir die Disziplin. Und ich bin jemand, der es gezeigt hat, dass wenn man eben wirklich reich an Mut ist, die Armut überwinden kann. Natürlich habe ich mich weiterentwickelt, weitergebildet, aber im Herzen bin ich immer der gleiche Erich Lejeune geblieben. Schön, nachdem Sie wirtschaftlich alles erreicht hatten, ein Top-Unternehmen, Sie waren ganz oben, gab es nochmal einen Bruch. Sie haben alles verloren und mussten wieder ganz unten anfangen. Wie haben Sie das aus der Innenperspektive verarbeitet? Wo haben Sie die Kraft herbekommen, nochmal wieder ganz unten anzufangen? Also Herr Professor Bründrop, erstmal ist es so, was mir passiert ist, das ist einfach, das kann man gar nicht beschreiben, man liegt erstmal da nieder. Man ist wirklich förmlich abgestürzt. Und dann gibt es einfach Momente, wo man glaubt, das Leben ist zu Ende. Und ich wusste aber, dass man, wenn man an sich selbst glaubt, selbst wenn man so weit unten ist, dass man alle Chancen im Leben wieder hat. Und diese Chance, an sich zu glauben, die habe ich wahrgenommen. Das Leben ist in Beziehung sein, Freunde haben, Menschen, die zu einem stehen. Und wenn man dann plötzlich ganz unten ist und war schon oben, wie ändern sich dann die Beziehungen? Erfährt man, wer die wahren Freunde sind? Gibt es Menschen, die einen enttäuschen, Menschen, die trotzdem zu einem stehen? Also ich hatte natürlich, wie ich ganz oben war, zig Freunde gehabt. Aber wenn man dann so richtig unten ist, dann bleiben wirklich ganz wenige Menschen übrig, die man Freunde nennen kann. Es war in dem Fall bei mir meine Frau Irene und eben mein damaliger Geschäftspartner. Und ich muss sagen, die Spreu trennt sich dann vom Weizen. Aber meine Frau war da, sie stärkte mein Selbstbewusstsein. Sie sagte immer, in dir steckt was, nimm die Chance wahr und ich stehe hinter dir. Und mein zweiter Freund, der war das Gleiche, der sagt, ich glaube an dich. Und diese Kraft der Freundschaften, ja, der Liebe, das gibt Energie. Und gerade wenn man unten ist, da braucht es nur einen Freund, der zu einem steht. Denn Freundschaften sind eben einfach auch Geben und Nehmen. Musik.
es gab einen Punkt in Ihrem Leben, wo Sie gemerkt haben, sich mit Konkurrenz durchsetzen, nach oben kommen, das rundet das Leben nicht ab. Für meine Abrundung, für ein gelungenes Leben, brauche ich noch mehr. Wie kam das? Als ich ganz oben ankam, war plötzlich eine Leere da. Ich sagte, das kann es nicht gewesen sein. Nur das Materielle, für das hast du gelebt, gearbeitet. Und ich war ein Suchender plötzlich wieder. Ich merkte, man kann nicht nur materiell reich sein, sondern da gibt es noch etwas. Und ich hatte eine Begegnung mit einem Jesuiten. Und dieser Jesuit war der Rektor der Hochschule der Philosophie. Wir hatten eine Diskussion und ich sagte, Motivation und Philosophie, da ist Synergie da. Und genau so war es. Die Philosophie hat mir plötzlich im Leben inneren Reichtum geschenkt. Ich spürte einfach, ich bekomme jetzt die richtigen Fragen, auf die es drauf ankommt. Die Lebensfragen, warum lebe ich? Warum bin ich glücklicher mit der Philosophie als nur mit dem Materiellen? Und so merkte ich, man braucht die Philosophie, man braucht die Motivation, das Leben abzurunden. Um es abzurunden, um ein gelungenes Leben haben zu können. Sie haben in Ihrem Leben viel durch Stärke, durch Motivation, Selbstdisziplin bewegt. Was sagen Sie den Menschen, die in einer Situation sind, die ganz unten sind, zum Beispiel eine schwere Krankheit, wo man das gar nicht mehr alleine schafft, wo man andere braucht? Also ich selbst war ja auch viel auf der Schattenseite des Lebens gestanden und für mich war es klar, auch für meine Frau, dass wenn wir ganz oben angekommen sind, dass wir etwas zurückgeben wollen. So kamen wir auf die Idee, dass wir den Kindern, den herzkranken Kindern in der dritten Welt durch unsere Stiftung Herz für Herz, die wir dann gegründet hatten, ein neues Leben schenken. Zwischenzeitlich haben wir über 1000 Kindern ein neues Leben geschenkt. Als ich dann die Begegnung mit den Jesuiten hatte, habe ich gemerkt, zwischen der Motivation und der Philosophie ist eine unglaubliche Synergie. Und drum ist die Akademie, die Le Jeune Akademie, auch zuständig für Menschen, die auf der Schattenseite sind, die sich eben einfach nicht mehr aus eigener Energie, aus der Situation rauskämpfen können. Und diesen Menschen gebe ich durch meine Seminare, durch meine Schulungen wieder Kraft. Und so schließt sich dann der Kreis im Leben, dass man sagt, der äußere Reichtum ist wunderbar, aber der innere Reichtum ist der größere Reichtum.